So, jetzt könnten wir in die Tagesordnung einsteigen, wenn es gewünscht wird. Ja. Dann beginnen wir mit dem Tagesordnungspunkt 63. Antrag der Fraktion der SPD, Aktuelle Stunde. Hessen braucht gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und Beamte. Vorschlag von Innenminister Beuth für mehr Wachpolizei ist die falsche Antwort auf die Personalnot bei Hessens Polizei, Profis statt Amateure, 19-3501. Und anschließend dann der dringliche Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE zur Abstimmung. Es beginnt der Kollege Günther Rudolph, SPD-Fraktion. Meine Damen und Herren, ich freue mich an diesem schönen Sommertag, dass alle anwesend sind, auch die Golffreunde unter uns. Und, ja, das Thema ist allerdings ernster. Die Personalsituation bei der hessischen Polizei ist mehr als schlecht. Mehr als 3 Millionen Überstunden haben sich angehäuft. Die Krankheitsbelastungen belaufen sich auf teilweise bis zu 33 Tagen. Sie sind enorm. Dies ist auch eine Folge des deutlichen Stellenabbaus bei der hessischen Polizei, bei der Vollzugspolizei, bei den Tarifbeschäftigten. Weit über 1.000 Stellen in den letzten Jahren. Das ist eine Konsequenz, das ist ein Ergebnis einer falschen CDU-geführten Landesregierung, meine sehr verehrten Damen und Herren. Die Antwort des Innenministers, insbesondere gegen die ständig steigenden Einbruchszahlen und die zunehmende Einbruchskriminalität vorzugehen, und er greift damit einen Vorschlag des Bundesinnenministers de Maizière auf, heißt mehr Wachpolizei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist genau die falsche Antwort. Wachpolizisten, die in einem 18-wöchigen Lehrgang geschult werden, sind eben keine Alternative zur gut ausgebildeten Polizei, meine Damen und Herren. Sie sind keine Alternative. Die Ausbildung in Hessen im Rahmen einer dreijährigen Ausbildung stellt ein hohes Anforderungsprofil. In dieser Zeit lernt ein Polizeibeamter, eine Polizeibeamtin nicht nur Taktik, Psychologie, Waffenrecht, er lernt auch, Situationen einzuschätzen. All dies kann man eben nicht in ein paar Wochen nebenbei lernen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wachpolizei für eng umgrenzte Aufgaben zusätzlich zu ausgebildeten Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten, das mag gehen. Aber wir brauchen Profis zum Schutz der Bürgerinnen und Bürger. Und das sind gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und Beamte. Ja, das war eben ein typischer Vorschlag des Innenministers, Herrn Beuth. Meine Damen und Herren, er will damit ablenken von den wahren Problemen, die in Hessen herrschen bei der Polizei, nämlich der Personalnot. Und es gibt Vorschläge, über die wir schon seit Jahren diskutieren, wo wenig bis gar nichts umgesetzt werden. Ja, man kann gut ausgebildete Polizeibeamten in den Besoldungsgruppen A9 und A10 entlasten, beispielsweise von Verwaltungstätigkeiten. Hier kann man wieder Tarifbeschäftigte einstellen, die es früher gab. Meine Damen und Herren, wir haben Praxistage bei der Polizei gemacht. Wenn uns erzählt wird, dass Polizeikommissare A9, A10 mit dem Dienstwagen Post durch die Gegend fahren, dann ist das absurd. Dann sind die falsch eingesetzt, auch eine Konsequenz einer falschen Personalpolitik. Um Wohnungskriminalität zu bekämpfen, muss es insbesondere mehr Streifenpräsenz in besonders gefährdeten Vierteln geben. Meine Damen und Herren, da brauchen wir reguläre, gut ausgebildete Polizei. Weil was machen wir denn, wenn es zu Krisensituationen kommt? Der Bürger kann doch gar nicht mehr unterscheiden. Hilfspolizei, Wachpolizei, Stadtpolizei, Landespolizei. Wo Polizei draufsteht, muss richtige Polizei drin sein. So einfach und so richtig ist die politische Botschaft. Polizeibeamte gehören gut ausgebildet, sie gehören angemessen entlohnt, ihre Arbeit gehört ordentlich wertgeschätzt. Und genau das macht eben Schwarz-Grün nicht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen ist die Stimmung schlecht. Das haben übrigens auch die Personalratswahlen gezeigt. Teilweise dramatisch zurückgehende Beteiligungszahlen, weil eben die Beamten gesagt haben, wir gehen nicht mehr zur Wahl. Von dieser Landesregierung gibt es ein Besoldungsdiktat nach dem anderen, und das nehmen wir nicht mehr hin. Wertschätzung in Sonntagsreden, damit kann uns diese Landesregierung gestohlen. Beim Recht haben Polizeibeamtinnen und Polizeibeamte. Wir brauchen spezielle Programme auch und spezielle Präsenz. Wie kann man der Einbruchskriminalität Herr werden? Wir haben auch schlechte Aufklärungsquoten bundesweit, nicht nur in Hessen. Und deswegen muss mehr in Sicherheitstechnik investiert werden. Staatliche Förderprogramme können ausgebaut werden. Natürlich müssen auch private Vorsorgemaßnahmen intensiviert werden. Aber dieser Bereich ist zu wichtig, als dass man ihn Amateuren überlässt, meine Damen und Herren. Und deswegen, Herr Innenminister, entlasten Sie die Polizei.
von weiteren Aufgaben. Es gibt einen Antrag, den haben wir jetzt in den Innenausschuss verwiesen, die Begleitung von Schwertransporten eben nicht mehr zur Sache der Polizei zu machen, sondern die freien Zeitkapazitäten. Wissen Sie, Herr Frömmrich, machen Sie doch einmal etwas Konkretes, bevor Sie immer nur Nebelkerzen werfen. Stimmen Sie dem Antrag der SPD im Innenausschuss zu. Das ist die Nagelprobe. Nicht nur Nebelkerzen werfen, nicht nur schwarz-grüne Versprechungen. Stimmen Sie diesem Antrag zu. Das heißt Entlastung für die Polizei, mehr Polizeibeamte auf die Straße. Das ist die richtige Antwort, meine Damen und Herren. Und deswegen, wir brauchen keine Polizeileit. Wir brauchen keine Amateure. Wir brauchen Profis bei der hessischen Polizei. Hier muss die Landesregierung entgegenstellen. Mehr Personal, die paar Stellenerhöhungen reichen bei Weitem nicht aus. Die Wertschätzung muss wieder erfolgen. Wir brauchen eine angemessene Besoldung. Und, Herr Innenminister, nicht nur eine Schlagzeile produzieren sich um die Sorgen und Menschen der kümmern und insbesondere auch die Polizei so auszugestalten und auszustatten, wie sie es verdient. Und deswegen Profis in Hessen für die Aufgaben, die der Staat wahrzunehmen haben. Das staatliche Gewaltmonopol gehört in die Hände der Polizei und nichts anderes. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Günter Rudolph. Das Wort hat der Abg. Alexander Bauer, CDU-Fraktion. Hochverehrter Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Unter der Zielsetzung mehr Sicherheit für den Bürger, mehr Entlastung für die Polizei wurde bereits im Oktober 2000 das damalige Pilotprojekt Wachpolizei bei der Polizei in Hessen eingeführt. Zu den Aufgaben gehören Objektschutz, Fußstreifenpräsenz, Durchführung von erkennungsdienstlichen Behandlungen, der Gewahrsamsdienst oder der Verkehrsdienst. Und aktuell entlastet die Wachpolizei ihre Kolleginnen und Kollegen etwa beim Schutz von Flüchtlingseinrichtungen oder auch bei Abschiebemaßnahmen. Wachpolizisten nehmen sowohl auf dem Gebiet der Gefahrenabwehr wie auch bei der Strafverfolgung Befugnisse von Hilfspolizeibeamten wahr. Sie werden eingeschränkt eingesetzt nur dort, wo die Verwendung von Polizeivollzugsbeamten nicht zwingend erforderlich ist. Das ist sozusagen der rechtliche Rahmen. Hessen verfügt, werte Damen und Herren, etwa über 14.000 Polizeivollzugsbeamten und hat rund 600 Wachpolizeibeamten. Schon bei den Polizeivollzugsstellen haben wir heute bereits rund 1.000 Stellen mehr besetzt als zu Zeiten der SPD-Regierung. Das ist die Wahrheit, meine Damen und Herren. Und damit das allen auch bekannt wird, die Wachpolizei ersetzt keine Polizeivollzugsstellen. Sie kommt noch obendrauf für mehr Sicherheit, meine Damen und Herren. Und ich frage Sie ernsthaft, ist es denn vernünftig, wenn ich jemanden, der Abitur hat, der 3 Jahre Fachhochschule auf die Fachhochschule geht, der Experte für Kriminalitätsbekämpfung ist, in den Bus zur Gefangenenbetreuung setze? Ist es vernünftig, dass so jemand die erkennungsdienstliche Behandlung macht, die wir weitgehend automatisiert haben? Ist es vernünftig, dass so jemand etwa die Alkoholüberprüfungsblutkontrollen von A nach B fährt? Nein, das ist nicht vernünftig, meine Damen und Herren. Bei der Verbrechensbekämpfung, bei der Gefahrenabwehr im Rahmen von Sicherheits- und Ordnungsdiensten sind selbstverständlich Polizeivollzugsbeamten eingesetzt. Dafür sind sie umfassend ausgebildet. Aber es gibt auch Bereiche, wo die Unterstützungsarbeit der Wachpolizei vernünftig ist und damit auch Entlastungen für die Vollzugspolizei schafft, die sich dann eben intensiver ihrem Kerngeschäft widmen kann. Das sehen mittlerweile auch die Fachleute innerhalb der Polizei so. Lothar Hölzgen, der stellvertretende GdP-Vorsitzende in Hessen, hat nichts gegen Wachpolizeibeamte. Er sagt, ich darf ihn zitieren, wir sind froh, dass wir sie in Hessen haben. Sie nehmen unseren Vollzugsbeamten eine Menge Arbeit ab. Zitat Ende. Recht hat er, meine Damen und Herren. Recht hat er. Wir haben in Hessen gute Erfahrungen gemacht mit dem Einsatz der Wachpolizei. Sie leistet eine prima Arbeit, für die wir uns an dieser Stelle auch einmal bedanken wollen, meine Damen und Herren. Und unsere Wertschätzung zeigt sich auch darin, dass seit einem Jahr Ihre Bezahlung nach der Entgeltgruppe 8 erfolgt. Zuvor waren Sie in der Entgeltgruppe 6 eingruppiert. Das ist keine Billigpolizei bei einem Einstiegsgehalt von 2.450 € brutto, meine Damen und Herren. Die Wachpolizei leistet gute Arbeit, genau wie die ganze hessische Polizei, meine Damen und Herren.
Was haben wir denn getan für mehr Sicherheit in Hessen? Wir haben in den letzten Jahren zusätzliche 300 Stellen für die Vollzugspolizei geschaffen, 100 Stellen für die Wachpolizei, 15 Millionen € stehen bereit für den Überstundenausgleich. Die Zulage für den Dienst zu ungünstigen Zeiten wurde angehoben. Stellenhebungsprogramm für 500 Beförderungen. Wir haben die Zulage für operative Einheiten erhöht, investieren in die Modernisierung, in die Verbesserung der Schutzausrüstung und in eine moderne Fahrzeugflotte. Meine Damen und Herren, man kann sich doch nicht allen Ernstes hier vorne hinstellen und so tun, als würden wir nichts für die innere Sicherheit in Hessen tun. Nie wurde mehr investiert in die Polizei als unter dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Und lange ist es her, Gott sei Dank, aber es gab einmal Zeiten in Hessen, da war die Kriminalität höher, die Aufklärungsquote geringer, und es gab weniger Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten auf Hessens Straßen. Heute, unter der CDU-geführten Landesregierung, gibt es die höchste Aufklärungsquote, die geringste Kriminalitätsbelastung, und wir haben mehr Polizeibeamte in Fleisch und Blut auf Hessens Straßen als je zuvor, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, wir werden bei den Bemühungen nicht nachlassen, dass Hessen weiterhin eines der sichersten Bundesländer bleibt. Und dazu leistet auch die Wachpolizei im Rahmen der gesamten Sicherheitsarchitektur in unserem Land einen eigenen wichtigen Beitrag. Das ist gut so, und so soll es auch bleiben. Besten Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Bauer. Das Wort hat der Kollege Hermann Schaus, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Kaum jemand schafft es so, in einzigartiger Weise in wenigen Sätzen so viel Unsinn zu erzählen wie der Herr Bundesinnenminister Thomas de Maizière. Diese Aktuelle Stunde reicht nicht aus, um die Skandale und Falschdarstellungen des ehemaligen Kanzleramtsministers, Verteidigungsministers und jetzigen Innenministers alle aufzuzählen. Aber dass er letzte Woche wiederholt, völlig aus der Luft gegriffen, Zahlen verwendet hat, um wieder einmal Stimmung gegen Flüchtlinge zu machen, macht ihn meines Erachtens einmal mehr untragbar. Wie peinlich ist es, wenn das Bundesinnenministerium zum wiederholten Mal einräumt, dass es die vom eigenen Minister benutzten Zahlen schlichtweg nicht gibt. In Zeit Online, ich komme schon noch darauf, Herr Pentz, Sie können es gar nicht mehr erwartet, aber ich komme schon noch einmal darauf. In Zeit Online wird er als Minister Peng Peng bezeichnet. Dort ist in einem Artikel von gestern zu lesen, ich darf zitieren, seine schärfste Waffe im Kampf für eine schlechte Stimmung gegenüber Flüchtlingen im Land ist sein Statistikrevolver. Wenn er sich in der Flüchtlingsfrage nicht anders zu helfen weiß, und das kommt öfters vor, macht er Peng Peng. Zitat Ende. Und genau aus dieser Ecke kommt jetzt sein Vorschlag, massenhaft Wachpolizisten einzustellen, weil es zu wenig gut ausgebildete Polizei gibt, um die Einbruchskriminalität, Herr Bauer, und nämlich um die geht es hier, in den Griff zu kriegen, um die Einbruchskriminalität in den Griff zu kriegen. Ja? Nicht Fahrten mit Gefangenen, mit Straftätern. So. Aber als wäre es nicht noch schon schlimm genug, während alle Parteien, wirklich alle, und die Gewerkschaft der Polizei auf kritische Distanz zu Thomas de Maizière gehen, kommt vom hessischen Innenminister Beuth, und da sind wir beim Thema, auch noch ein Lob. Und das lassen wir Ihnen ohne Diskussion nicht durchgehen, Herr Beuth. Denn hier in Hessen ist es dasselbe Trauerspiel. Seit Jahren beantragt DIE LINKE, dass mehr Polizei eingestellt wird. DIE LINKE beantragt, dass mehr Polizei eingestellt wird. Das nehmen Sie einmal zur Kenntnis. Hätten Sie unseren Anträgen zugestimmt, Herr Frömmrich, dann hätten wir heute über 1.000 zusätzliche gut ausgebildete Polizeibeamte mehr. Dies hätte auch sicher zu einer erheblichen Reduzierung der bestehenden 2.969.898 Überstunden geführt. Im Übrigen eine Steigerung in den letzten 4 Jahren der Überstunden
in Ihrer Regierungsverantwortung um 380.000 bei der Hessischen Polizei. Ja. Stattdessen wollen Sie, Herr Beuth, erneut Crashkurse für Wachpolizisten anbieten, damit diese Angestellten in Uniform, Waffen umgehängt und auf Verbrecherjagd gehen können. Ich sage, das ist Flickschusterei auf Kosten der inneren Sicherheit. Es entwertet den Polizeiberuf, wenn Angelernte nun auch noch zentrale Polizeiaufgaben wahrnehmen sollen. Es führt zudem zu einer trügerischen Sicherheit, wenn die Bürgerinnen und Bürger nicht mehr unterscheiden können, ob sie nun einem angestellten Wachpolizisten oder einem qualifizierten Polizeibeamten gegenüberstehen. Wir haben deshalb einen Antrag eingebracht, in dem sich der Landtag klar von einem solchen Flickwerk an einer verschlissenen Personaldecke auf Kosten der inneren Sicherheit, das war jetzt ein Zitat der Gewerkschaft der Polizei, distanziert. Wir fordern Sie auf, statten Sie die Polizei so aus, dass sie ihre Aufgaben umfassend wahrnehmen kann. Stellen Sie deutlich mehr Personal ein. Reduzieren Sie endlich die Wochenarbeitszeit der Beamtinnen und Beamten in Hessen und bezahlen Sie sie so, wie es andere Bundesländer auch tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Schaus. Das Wort hat der Abg. Frömmrich, BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN. Vielen Dank, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist schon ein Paradebeispiel für eine Opposition wie die SPD, die im Bereich der inneren Sicherheit in einer Art und Weise in diesem Landtag rumirrlichtert, dass man gar nicht mehr weiß, wo sie eigentlich hin will, meine Damen und Herren. Und ich bin schon sehr erstaunt, würde auch gerne von Ihnen mal den Beleg dafür haben, Herr Kollege Rudolph, mal das Zitat des hessischen Innenministers, wo der hessische Innenminister sagt, dass er Wachpolizistinnen und Wachpolizisten für die Bekämpfung von Einbruchdiebstahl einsetzen will. Diesen Beleg müssten Sie vielleicht einmal vorlegen. Wissen Sie, Herr Kollege Rudolph, so funktioniert das nämlich bei Ihnen. Sie haben ein Problem mit Ihrem Koalitionspartner in Berlin, mit Herrn de Maizière, der diesen Vorschlag gemacht hat, kommen hier in den Hessischen Landtag am Donnerstag und beschimpfen den hessischen Innenminister. So funktioniert das nämlich nicht, Herr Kollege Rudolph. So funktioniert das nämlich nicht. Und vielleicht noch eine Bemerkung zur Partei des kleinen Mannes. Ich finde, man kann über Wachpolizei unterschiedlicher Auffassung sein. Das ist überhaupt kein Thema. Darüber kann man sich auch unterhalten. Aber dass man diejenigen Wachpolizistinnen und Wachpolizisten, die in Hessen einen wirklich engagierten und ordentlichen Dienst macht, hier im Hessischen Landtag beschimpft, als Hilfs-Sheriffs, als schlecht ausgebildet, als inkompetent, das glaube ich, ist überhaupt nicht nötig, um in der Sache darüber zu reden, meine sehr verehrten Damen und Herren. Wachpolizisten und Wachpolizisten leisten in Hessen gute Arbeit. Sie erhalten eine komprimierte Ausbildung, das stimmt, 18 Wochen. Sie erledigen aber dann auch nur Aufgaben, die dieser Ausbildung entspricht, meine Damen und Herren. Objektschutzmaßnahmen, Durchführung erkennungsdienstlicher Behandlung, Gewahrsamsdienst, Sicherung polizeilicher Liegenschaften, Unterstützung bei Veranstaltungen, anlassbezogene Begleitung des ÖPNV etc. Meine Damen und Herren, Wachpolizei leistet also eine Arbeit, die die Vollzugspolizei unterstützt und Vollzugspolizei entlastet. Damit, meine Damen und Herren, stehen Vollzugsbeamte der hessischen Polizei für andere Aufgaben zur Verfügung. Ich frage Sie, Herr Kollege Rudolph, wollen Sie wirklich, dass ein Vollzugsbeamter, der bei uns in Hessen 3 Jahre an der Hochschule für Polizei und Verwaltung studiert hat, gut ausgebildet ist, motiviert ist, wollen Sie denn wirklich für Einlasskontrollen im Innenministerium oder in der Staatskanzlei machen lassen? Meinen Sie wirklich, dass das eine Aufgabe ist, die einem Anforderungsprofil entspricht, dass wir 3 Jahre lang einen Menschen studieren lassen, damit er im Innenministerium die Eingangskontrolle macht? Ist es wirklich Ihre Forderung, Herr Kollege Rudolph?
Meinen Sie wirklich, meine Damen und Herren, dass einst ja, da wird immer geschrien, Herr Kollege Rudolph. Vielleicht setzen Sie sich einmal mit der Sache auseinander, weil in der Sache haben Sie nichts vorzutragen. In der Sache haben Sie nichts vorzutragen. Meinen Sie wirklich, dass ein studierter Polizeibeamter routinemäßige Geschwindigkeitskontrollen durchführen sollte, bei Blitzeraktionen zum Beispiel? Hat er dafür wirklich studiert? Ist er dafür wirklich Vollzugsbeamter geworden? Meinen Sie wirklich, dass ein studierter Polizist bei Verkehrsdelikten überprüfen soll, ob der Halter und der Geblitzte übereinstimmen? Meinen Sie das wirklich? Ich meine nicht. Deshalb ist es richtig, meine Damen und Herren, dass wir für gewisse Aufgaben in gewissem Umfang zur Unterstützung und zur Entlastung der Vollzugsbeamten in Hessen Wachpolizisten einsetzen. Das sehen übrigens die Polizeipräsidenten und die Polizeipräsidenten so. Das sieht im Übrigen auch der stellvertretende Landesvorsitzende der hessischen GdP so. Ich zitiere einmal Herrn Hölzgen. Wir sind froh, dass wir Sie haben in Hessen. Sie nehmen der Vollzugspolizei eine Menge Arbeit ab. Zitat zu Ende. Und richtig hat der stellvertretende Vorsitzende der GdP. Ich finde, meine Kollegen von der SPD, Sie sollten einmal sagen, was Sie denn nun wollen. Wollen Sie, dass Vollzugsbeamte entlastet werden? Dann ist ein Wachpolizist eine probate Antwort. Oder aber Sie wollen, dass Vollzugspolizisten nicht entlastet werden. Dann müssten Sie aber einmal sagen, wo Ihr Konzept ist. Das Problem ist, dass hier vorne rummäkeln kein Konzept in der inneren Sicherheit ersetzt, meine Damen und Herren. Es ersetzt es nicht. Meine Damen und Herren, übrigens ist es auch nicht angemessen, die Leute zu beschimpfen, die sich für diese Stellen bewerben. Wir haben 100 neue Stellen geschaffen im Bereich der Wachpolizei, im Übrigen im Sicherheitspaket mit Ihnen zusammen, wo wir im Bereich der Flüchtlinge etwas getan haben. Da waren die 100 Wachpolizisten im Übrigen drin, Frau Kollegin Faeser. Aber mal ganz beiseite. Wie man sich, Herr Kollege Frömmrich, wir müssen zum Schluss kommen. Sofort zum Schluss. Wie man sich die eigenen Erfolge so schlecht reden kann, verstehe ich auch nicht, aber das bleibt Ihr Geheimnis. Aber noch einmal, um die 100 Stellen haben sich 1.000 Menschen beworben. Menschen, die dafür kein Studium brauchen, Menschen, die kein Abitur brauchen, die keine Fachhochschulreife brauchen, sondern Menschen, die mit einem guten Hauptschulabschluss oder aber mit Realschulabschluss auf diese Aufgabe bewerben können. Ich finde, die haben es nicht verdient, von Ihnen hier vorne vom Pult beschimpft zu werden. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Jürgen Frömmrich. Das Wort hat der Abg. Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus der SPD-Fraktion, lieber Herr Kollege Rudolph, Sie haben mit einem Recht, was Sie in Ihrem Antrag zur Aktuellen Stunde geschrieben haben. Hessen braucht gut ausgebildete Polizeibeamtinnen und Beamte. Da ist dann aber auch schon Schluss, denn es fehlt der weitere Satz. Hessen braucht auch die Wachpolizei, Herr Kollege Rudolph. Sie haben noch etwas Richtiges gesagt. Sie haben gesagt, die Wachpolizei ist keine Alternative zur Vollzugspolizei. Stimmen wir vollkommen zu. Das sehen wir alle so. Das hat auch kein Mensch behauptet. Das ist der Unterschied. Die Wachpolizei soll keine Alternative zur Vollzugspolizei sein, sondern sie soll sie unterstützen. Ich muss schon sagen, es tut mir ein Stück weit leid, wenn Oppositionskollegen sich von der Oppositionsrolle vereinnahmen lassen, dass ein bisschen der Blick auf die Sache verloren geht. Sie haben sich gestürzt auf das, was Herr de Maizière gesagt hat, zu der Wachpolizei zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch einsetzen wollte. Das passt zu Herrn de Maizière. Ich kann nur sagen, Herr Kollege Rudolph, er gehört ja zu Ihrer schwarz-roten Koalitionsregierung in Berlin. Er ist der Quartalsversager dieser Koalition. Das kann man, glaube ich, schon so sagen, wenn man sieht, wie er sich bei der Flüchtlingspolitik verhalten hat, wie er es verpennt hat, das Thema BAMF rechtzeitig auf die Reihe zu bringen, wie er mit falschen Zahlen agiert, wenn es um Abschiebungen und Abschiebungshindernisse geht. Jetzt seine Äußerungen zur Wachpolizei.
das beschreibt genau, wie Herr de Maizière einzuschätzen ist. Also, am besten achtet man nicht auf das, was er sagt. Von Wachpolizei versteht er auch nichts. Muss das zu den Kollegen in der CDU-Fraktion sagen, es wundert mich nicht, wenn auch von Ihren Parteifreunden der eine oder andere schon den Spitznamen Thomas die Misere für ihn verwendet. Das passt durchaus. In der Sache sollten wir festhalten, und da sind wir uns absolut einig, Wohnungseinbrüche und Wachpolizei, das geht nicht zusammen. Wachpolizei ist nicht für Ermittlungsaufgaben einzusetzen, sondern Wachpolizei ist für den Zweck einzusetzen, für den sie seinerzeit geschaffen wurde, und unsere Mitwirkung. Es gibt sie seit dem Jahr 2000. Die Wachpolizisten, die im Dienst sind, sind in 18 Wochen für die Aufgaben, die sie zu erfüllen haben, auch gut ausgebildet. Sie bekommen auch eine Schießausbildung. Auch das lässt sich alles innerhalb von 18 Wochen erledigen. Und sie sind, und das ist das Entscheidende, und deswegen brauchen wir kein dreijähriges Studium für die Ausbildung dieser Personen. Sie sind einzusetzen beim Objektschutz, bei der Unterstützung, bei Abschiebungen und Vorführungen, bei Gefangenentransporten und. Das ist alles schon mehrfach gesagt worden. Ich will das nicht wiederholen. Ich verweise noch einmal darauf, weil man es nicht oft genug tun kann. Es ist schon zweimal zitiert worden. Herr Hölsken, unverdächtiger Zeuge, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei in Hessen. Ich wiederhole das Zitat, das Herr Frömmrich schon vorgetragen hat. Er hat gesagt, wir sind froh, dass wir sie in Hessen haben. Sie nehmen unseren Vollzugsbeamten eine Menge Arbeit ab. Genau darum geht es. Deswegen sagen wir, ja, wir brauchen die Wachpolizei. Ja, wir brauchen auch mehr Wachpolizei, um die Vollzugspolizei entsprechend zu entlasten. Und lassen Sie mich die Konsequenz dieser Auseinandersetzung zwischen Herrn de Maizière und der richtigen Politik in Hessen ziehen. Wir brauchen mehr Hessen und weniger Bund. Vielen Dank, Kollege Greilich. Das Wort hat der Innenminister, Staatsminister Peter Beuth. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich will vielleicht einmal so beginnen, Herr Kollege Rudolph. Kollege Rudolph, ich finde, mit solchen Reden, wie Sie eben hier, gehalten haben, überziehen Sie. Und zwar sage ich Ihnen, dass Sie überziehen, und zwar nicht wegen mir, sondern Sie überziehen wegen der Beschäftigten. Ich finde, nein, Herr Kollege Rudolph, nein, ich werde Ihnen das jetzt mal, noch einmal in Erinnerung rufen. Sie haben die Wachpolizei als Amateure hier in Ihrem Antrag, beschrieben. Ich finde, das ist eine unangemessene Geringschätzung der Beschäftigten des Landes Hessen, und das können wir nicht dulden. Und wenn ich sage, Sie überziehen, Herr Kollege Rudolph, dann ist das ja nicht nur in dieser Debatte so gewesen. Ich erinnere einmal an die Debatte über das Glücksspiel. Da haben Sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Innenministeriums, die dafür zuständig sind, ebenfalls eine mangelhafte Aufgabenerfüllung unterstellt. Ich finde, dass Sie mit solchen Reden hier überziehen. Lassen Sie uns über die Sache reden. Das wäre angemessen, und nicht die eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser Form hier diskreditieren. Und ich finde das schon bemerkenswert. Sie fangen mit drei Sätzen, an. Und da sind Sie bei drei Sätzen, die Sie sagen, zweimal knapp an der Wahrheit vorbei und haben eben einmal die Leute beleidigt. Und da finde ich sozusagen, da müssen wir mal darüber überlegen, ob wir hier nicht eine andere Form des Umgangs finden können. Ich finde, Herr Rudolph, Sie tun uns hier als Politik im Hessischen Landtag keinen Gefallen, aber es ist nur meine bescheidene Einschätzung. Ich habe die Geringschätzung angesprochen, die Sie durch Ihren Titel, den Sie gewählt haben, Profis statt Amateure, hier zum Ausdruck gebracht haben.
Ich finde, dass das ein Schlag ins Gesicht von fleißigen Wachleuten sind, die für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger einen wichtigen Beitrag leisten. Einen Beitrag, aber eben einen wichtigen Beitrag für die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger. Und ich sage mal, die Wachleute, die Wachpolizisten, die waren ja, als es um das Thema Tarifierung ging, habe ich so ganz grob in Erinnerung, da waren das sozusagen die wichtigsten Leute überhaupt im Bereich der Sicherheit. So habe ich es zumindest in Erinnerung. Es kann sein, dass ich da eine falsche Erinnerung habe, aber das zeigt die Beliebigkeit in Ihrer Argumentation bei den Sozialdemokraten, die völlige Beliebigkeit. Und in dieser Debatte waren es wir, die am Ende dafür gesorgt haben, dass wir bei den Tarifverhandlungen die entsprechende Tarifierung für die Wachpolizisten besser gelöst haben, als das in der Vergangenheit der Fall war. Meine Damen und Herren, wir haben gut 500 Wachpolizisten in Hessen. Wir haben im Haushalt des Jahres 2016, also in den Entscheidungen des letzten Herbst, noch einmal 100 neue Stellen geschaffen. Ich meine mich zu erinnern, dass die Sozialdemokraten sich selbst mitgefeiert haben dafür, dass wir neue Sicherheitskräfte, unter anderem auch Wachpolizisten, neu eingestellt haben. Ich frage mich, warum Sie sie heute als Amateure beschimpfen, wenn Sie noch sich dafür feiern lassen wollten, dass Sie im letzten Herbst sie mit in den Haushalt mit aufgenommen haben. Ich verstehe Sie an dieser Stelle nicht, meine Damen und Herren. Und es war gut, dass wir es gemacht haben. Weil wir nämlich auf diese Art und Weise jetzt im August 100 neue Wachpolizisten zur Verfügung haben. Wir können damit die Dienststellen in der Fläche für bestimmte Bereiche ein Stück weit unterstützen. Seien wir doch froh darüber, dass wir sozusagen über diesen Weg Entlastung für die Vollzugspolizei erreicht haben. Das ist doch gut. Feiern Sie sich doch weiter dafür, anstatt die Leute zu beschimpfen. Ich verstehe Sie nicht. Wir haben, meine Damen und Herren, eine schnelle und sichtbare Verstärkung der Polizei damit erreicht. Und wir haben mit der Wachpolizei gute Erfahrungen gemacht. Die Wachpolizisten leisten ihren Dienst. Sie sind für bestimmte Aufgaben, das ist hier schon dargestellt worden, stehen sie zur Verfügung, eben für bestimmte Aufgaben, dafür, wofür sie ausgebildet sind. Wir bilden sie geringer aus in 18 Wochen, und damit haben sie eben auch einen kleineren Teil sozusagen des Portfolios an Polizeiarbeit auch nur abzudecken. Und das tun sie auch. Für etwas anderes werden sie auch nicht eingesetzt. Aber da leisten sie eben eine wichtige Entlastung für die Polizeivollzugsbeamten. Und ich sage mal, ist doch Wortglauberei. Wenn ein Wachpolizist dafür sorgt, dass ein Vollzugsbeamter nicht eine Schutzmaßnahme machen muss, eine Objektschutzmaßnahme oder weiß der Henker einen Gewahrsamsdienst oder eine Fußstreifenpräsenz oder er hilft bei der Durchführung von erkennungsdienstlichen Behandlungen und der Vollzugspolizist dann frei ist, um Wohnungseinbruchdiebstahl am Ende zu bekämpfen, dann sind wir doch froh drum, dann ist es doch gut, dann geht doch unser Prinzip eigentlich auf. Ich komme zum Schluss, meine Damen und Herren. Ich will noch eins sagen. Personalnot bei der hessischen Polizei existiert nicht. Und jetzt will ich Ihnen mal sagen, wir hatten am 31.12.2015 13.764 Polizeivollzugsstellen im Haushalt des Landes Hessen. Wir haben dafür gesorgt, dass wir bereits im Jahr 2015 140 neue Polizeivollzugsstellen geschaffen haben bzw. Anwärter, damit sie irgendwann auf Polizeivollzugsstellen geführt werden können. Wir haben im letzten Jahr 300 neue Polizeivollzugsstellen, zusätzlich noch 100 Wachpolizisten. Wir haben ab dem Jahr 2019 wegen der dreijährigen Ausbildungszeit 14.200 Polizeivollzugsbeamte. Nach meiner Erkenntnis, nach meiner Erinnerung, sind das dann so viel, wie das Land Hessen noch nie hatte, und die sind dann auch alle besetzt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Innenminister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Meine Damen und Herren, wir kommen zur Abstimmung über den Dringlichen Entschließungsantrag der Fraktion DIE LINKE, 19.3511. Wer dem Antrag zustimmt, bitte um das Handzeichen. SPD und DIE LINKE. Wer ist dagegen? CDU, GRÜNE, BÜNDNIS 90 GRÜNEN und FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt. Und die Frau Kollegin Öztürk. Ja, dafür, jawohl. Also, SPD,
DIE LINKE und die Frau Kollegin Öztürk dafür, dagegen CDU, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN und FDP. Damit ist der Antrag abgelehnt.